Kennst du das Gefühl, wie du dabei erwischt wurdest, als du etwas Falsches gemacht hast? Doch derjenige, der dich erwischt hat, schaut darüber hinweg. Er tut so, als wäre nichts passiert, als hättest du nichts falsch gemacht. Weder tadelt er dich, noch stellt er dich bloß. Für uns ist das ein Gefühl der Verlegenheit, Erleichterung und Dankbarkeit. Allah subhanahu wa ta'ala steht weit über jeden Vergleich. Aber das ist unser Zustand mit unserem Herrn und das täglich. Ständig tun wir Dinge, vor denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kennt unseren Zustand. Und in den meisten Fällen bestraft er uns nicht. Warum? Weil er subhanahu wa ta'ala Al-Halim ist. Imam Al-Ghazali definiert Allahs Namen Al-Halim als denjenigen, der den Ungehorsam beobachtet, aber weder Zorn noch Eile und Rücksichtslosigkeit ihn dazu bewegen, sich im Bestrafen zu beeilen. Und wollte Allah die Menschen für alles bestrafen, was sie tun, würde er nicht ein Lebewesen auf der Erdoberfläche übrig lassen. Doch er gewährt ihnen Aufschub bis zu einer bestimmten Frist. Und wenn ihre Frist um ist, durchschaut Allah seine Dinge. In diesem Zusammenhang wird eine bestimmte Handlung ausgeführt, für die die Schuld zu tragen ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala verschiebt es. Warum? Ein Mensch könnte die Bestrafung verschieben, weil er schwach ist, weil er nicht in der Lage ist zu handeln. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Qawi. Er ist der Mächtigste und kann tun, was er will. Aber warum verschiebt er die Bestrafung? Als Menschen schätzen wir Nachsicht. Wir freuen uns über die Möglichkeit, uns selbst zu verbessern, bevor wir die Konsequenzen unseres Handelns erkennen. Wenn es eine Regel geben würde, die besagt, dass man bei jedem Vergehen sofort bestraft wird, aber der Richter dir Aufschub gewährt, würdest du ihm dafür nicht dankbar sein? Was ist, wenn ein Polizist dich mit dem Handy am Steuer erwischt, er dich aber nicht anhält und keinen Strafzettel gibt? Er schaut darüber hinweg. Was würdest du empfinden? Jeder von uns würde sich erleichtert fühlen und für die nächste Zeit erstmal darauf Acht geben, nicht noch einmal erwischt zu werden. Man würde viel bewusster am Steuer sein. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Halim. Er ist der Nachsichtige. Er möchte uns die Chance geben, dass wir bereuen, unsere Fehler einsehen und uns verbessern. Und wir sollten für diese Eigenschaft dankbar sein. Genauso wie wir jedem dankbar sein sollten, der über unsere Fehler hinwegsieht. Stell dir vor, wir würden für jede falsche Tat direkt bestraft werden. Wie oft würden wir dann an einem Tag bestraft werden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith sinngemäß, der Schreiber auf der linken Seite verzögert das Schreiben der Sünde eines Muslims um 6 Stunden. Wenn er innerhalb dieser 6 Stunden bereut und Allahs Vergebung sucht, fallen diese Sünden von ihm ab. Wenn er es nicht bereut, schreiben sie es als eine einzige Sünde auf. Subhanallah. Schaut, wie nachsichtig, großzügig, barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala mit uns ist. Wallahi, mir fehlen die Worte, seine Nachsichtigkeit zu beschreiben. Vielleicht gehen wir manchmal davon aus, dass das, was wir tun, keine große Sache ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala schon nichts dagegen hat. Obwohl wir klare Gebote und Verbote haben, die uns auffordern, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Manchmal müssen wir aufgeweckt werden. Selbst wenn wir in dieser Welt bestraft werden, so müssen wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Denn selbst in seiner Bestrafung liegt seine Barmherzigkeit. Denn wenn er dich in dieser Welt bestraft hat, wirst du vielleicht im Jenseits verschont bleiben. Und wir wissen, dass die Strafe im Jenseits viel gewaltiger ist. Wenn Sünden einen Geruch hätten, würde es niemand neben uns aushalten. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat die Welt nicht so erschaffen, denn er ist nachsichtig. Wenn wir wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit unseren Fehlern nachsichtig ist, müssen wir lernen, mit Fehlern anderer nachsichtig zu sein. Und dies betrifft insbesondere das, was wir im Herzen behalten. Manchmal denken wir vielleicht, ach, ich bin schon nachsichtig. Aber die Tatsache, dass wir es im Herzen mittragen und beim nächsten Mal explodieren, ist keine Nachsicht. Das bedeutet nicht, Halim zu sein. Nachsichtig zu sein würde bedeuten, einmal, zweimal und sogar dreimal über etwas hinwegzusehen. Natürlich je nach Situation und Umstand. Aber wenn es dazu führt, dass man unsere Nachsichtigkeit ausnutzt, dann halten wir unsere Geschwister an und ermahnen sie mit schönen Worten. Wir machen sie darauf aufmerksam, dass Handlungen Konsequenzen haben werden. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, war ein Mensch mit den besten Charaktereigenschaften.
Als er sallallahu alaihi wasallam nach langer Zeit wieder Mekka betrat, traf er auf seine Feinde, die ihn jahrelang bekämpft und verspottet hatten. Doch auch nachdem er und die Muslime eine militärische Macht wurden, nutzte er dies nicht aus, indem er nun auf seine Gegner losging. Nein, er war nachsichtig mit ihnen. Abu Sufyan, der lange Zeit kein Muslim war und den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpfte, sagte über ihn: Es gab niemanden, den ich gesehen habe, der so nachsichtig ist wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist eine Eigenschaft, die wir vor allem bei unseren Älteren vorfinden. Doch auch wir als Jugendliche können uns diese Eigenschaft bewusst machen. Wahrlich, Ibrahim war weichherzig und Halim. Möge Allah uns zu jenen machen, die Nachsicht haben.